Hi und herzlich willkommen wieder bei Yara für Reviews. Ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute dreht sich mal wieder alles um eine kleine Grafikkarte. Klein in Anführungszeichen. Denn das hier ist eine GTX 670 Direct Q2 Top von Asus. Da möchte ich mich erstmal herzlich bei Asus bedanken. Die haben mir diese Karte für meinen Test zur Verfügung gestellt. Jetzt, wie immer in meinen Videos, wie ihr das bereits kennt, ich erzähle euch ein bisschen was zur Karte, zum Kühler, zu den Taktraten und was an der Karte sonst noch Besonderes ist. Wie gesagt, was euch sicher gleich aufgefallen ist, ist der hauseigene Kühler von Asus. Wie gesagt, Direct Q2 Kühler. Der kommt hier in einer Dual-Slot-Variante zum Einsatz, sprich, ihr braucht nur zwei Slots im PC. Bei zum Beispiel der GTX 680 kommt der Direct Q in einer 3-Slot-Variante zum Einsatz. Hier nur die Dual, wie gerade eben erwähnt. Der Kühler sitzt auf drei Heatpipes. Hier seht ihr zwei und auf der anderen Seite, da dreht man das Kärtchen gerade mal, seht ihr die anderen drei. So. Direct Q heißt das Teil deshalb, weil der Kühler auf die Heatpipe Direct Touch Technik setzt. Schwieriges Wort. Und zwar gehen da die Heatpipes nicht erst in eine Bodenplatte, die Kontakt mit dem Chip herstellt, sondern die liegen direkt, sind angeschliffen und liegen direkt auf dem Chip auf. Sorgt für eine bessere Wärmeabfuhrübergabe an die Heatpipes. Dann natürlich noch hier oben zwei Lüfter, die das ganze Teil mit Frischluft versorgen. Die sind auch unterm Lastbetrieb sehr leise, sprich die ganze Karte ist sehr leise. Daher werdet ihr keine Probleme haben, selbst wenn ihr nicht mit Kopfhörern spielen solltet, ist echt angenehm und auch die Temperaturen bewegen sich in einem grünen Bereich, so viel mal schon vorneweg. Dann ja, was bietet die Karte noch? Die Karte bietet Anschlussmöglichkeiten hier, zweimal DVI, HDMI und einen DisplayPort, sollte das sein, ja doch. Da könnt ihr bis zu vier Monitore ansteuern, zum Beispiel mit dem neuen Nvidia Surround. Habe ich jetzt nicht getestet, da mir leider nicht so viele Monitore zurzeit zur Verfügung stehen. Sollte sich das noch ändern, werde ich das natürlich bei weiteren Grafikkarten dann noch einbauen. Dann ja, zu den Taktraten dieses Kärtchens. Normale GTX 670 Karten takten ja mit 915 MHz für die GPU. Diese hier taktet mit 1059 MHz. Somit erhöht sich dann auch der Boost auf 1137 MHz. Der Speicher blieb von Haus aus leider unangetastet. Aber da ich im Test hier nochmal untersucht habe, wie weit man diese Karte übertakten kann, könnt ihr euch ja da meine Ergebnisse mal ansehen, was die Karte so verkraftet. Aber eins von weg, das handelt sich, sind jetzt die Ergebnisse von meinem Sample, sprich, wenn ihr vielleicht eine Karte kauft, kann die sich höher oder niedriger takten lassen, das müsst ihr dann herausfinden. Aber natürlich auf eigene Gefahr bei OC. Dann, was gibt es noch zur Karte zu sagen? Äußerlich natürlich sehr schick, wie ihr seht. Schwarz-rot. Gefällt mir persönlich sehr gut. Dann, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist auf der Rückseite noch die Backplate aus gebürstetem Aluminium. Sieht so aus. Hier der GTX-Schriftzug und hier noch der Asus-Schriftzug. Sieht nicht nur schick aus, sorgt auch noch für ein bisschen bessere Kühlung. Ist dann leider ein bisschen anfällig für Fingerflecken, aber ein Normalmensch baut die Karte ein und dann ist sie eingebaut und dreht keine Videos über Karten. Ja, das wäre es soweit von mir und meinem Review-Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.